Hallo Leute, herzlich willkommen bei 1, 2, 3, Can unterwegs. Voller Kraft, voller Power und voller Energie sind wir heute wieder unterwegs. Ja, wo sind wir denn heute? Moment, wo sind wir eigentlich? Wie heißt das denn? Belgenbachtour? Was sagst du sonst immer? Ja genau, wir machen heute die Belgenbachtaltour in der Nähe von Monschau. Wir sind also hier in der tiefsten Eifel unterwegs. Und wir haben uns auch heute wieder einen schönen stürmischen Tag ausgesucht, um hier mit dem Patrick unterwegs zu sein. Genau, da ist es immer am Sturm. Genau. Ja, wir freuen uns. Genau, also vielleicht noch, also die Strecke, das habe ich mir zumindest gemerkt, die ist 10,4 Kilometer lang und es sind 343 oder 42 Höhenmeter, man weiß es nicht so genau, das schwankt immer ein bisschen. Ja Leute, wie ihr gesehen habt, Wanne verliebt, es kommt noch ein Baum im Weg. Ihr kennt ihr schon von der ersten Tour von uns gemeinsam, da hatten wir auch eine sehr geile Tour gehabt, war einfach Hammer. Große Freude, mit den beiden Wanderngötti unterwegs sein zu dürfen, einfach genial. Großen Dank. Natürlich wird das sehr, sehr stürmisch. Mal gucken, was diesmal mit der Kamera passiert. Genau, noch ist sie heil. Ne? Wobei Hansa vom letzten Mal hat sie einen kleinen Riss abbekommen, aber die wird eh demnächst ausgetauscht, von genau. Daher. Und ne? Dr. Can ist ja dabei, der kann uns im Mondschein verarschen. Ich kann es verarschen. Genau. Pflaster mit. Okay, legen wir los. Vor uns geht es vorne erstmal den Weg hier runter. Ja, auf den ersten Kilometer geht es uns bergab. Wir laufen auch aktuell einen Berghang herunter. Ja, macht schon echt Spaß auf die ersten paar Meter. Und vor allem eine große Freude mit dem lieben Micha und Fronis die Tour machen zu können. Wir haben zwar jetzt wieder Wind, aber hier unten in dem Bereich geht es aktuell. Froni, Micha, wie gefällt euch die Tour bis jetzt? Aktuell. Super fadig, also richtig schön. Ne? Also am Anfang muss man ein bisschen durchs Dorf, aber jetzt, wo wir hier im Wald sind, richtig klasse. Ne? Also richtig schön fadig, so wie es sein soll. Genau, und viele knorrige Bäume, das ist auch immer schön. Ja, die sehen echt schon geil aus. Richtig, ne? Also so kann es weitergehen. Eben. Ne?
Ja, nach dem kleinen Fluss geht für uns erstmal ein Stück nach oben. Das Interessante ist, ich gehe auch ein Stück von der dritten Etappe vom Alpsteig entlang erstmal. Für uns geht es hier nach oben. Schönen Felsen, die uns jetzt hier vorne empfangen. So Leute, jetzt kommen wir zum ersten schönen Ausblick. Und zwar der sogenannte Eifelblick. Schauen wir uns auch gemeinsam an, mit wann der verliebt. Mal gucken, was da für ein Blick auf uns wartet. Okay. Ist das gut? Sieht ein bisschen aus, als wenn der obere Teil fehlen würde. Ja. Wenn man spielen möchte. Ja, nach einem schönen Eifelblick folgen wir jetzt mal wieder einen Berg hinab. Das ist eine sehr angenehme Tour. Ich fühle mich zwar immer, wenn ich mit dem Wander verliebt bin, wie ein Schüler beim Lehrerausflug. Nachsitzen in Natur. Ja, da beide sind der Lehrer. Von daher ist es immer so ein komisches Gefühl, mit Lehrern unterwegs zu sein. Früher bin ich schon weggelaufen, jetzt muss ich neben ihn laufen. Aber so schlimm ist es ja gar nicht. Nein, ist echt super nette Lehrer. Ich hoffe, wir kommen auch am Ende gute Noten für die Wanderung. Ja, genau. Zeugnisse gibt es am Ende. Ja, sehr gut. Genau, Musterschüler Chan hier. Genau. Das ist doch ein geiles Fach, Wandern. Richtig, ne? Ja. So AG, ja. Projektwoche. Wir folgen jetzt den Berg hinab. Nachdem wir eben wieder hochgegangen sind, geht es jetzt schon länger rund des Berges. Hier vorne kommt gleich auch ein Fluss, der über den Weg hinlang fließt. So, ein bisschen aus dem Wald schlagen hier. Kein Problem, haben halt den spannenden Weg genommen. Ja, es geht gemeinsam auf ein Kreuz zu, was hier auf dem Felsen steht. Ah, das ist ein Gedenkkreuz, wie man hier sehen kann.
Grubenunglück vom 21.10.19:30 Uhr. Ja, nach dem Kreuz, als wir eben oben waren, gab es eine kleine Bank. Da haben wir eine kleine Trink- und Hanuta-Pause gemacht. Machen wir was anderes zwischen der Bierpause und einer Hanuta-Pause. Genau, muss auch mal sein. Genau. Schön zu sehen, Wanderverliebt hält Händchen. Passt zum Kanalnamen, verliebt ins Wandern und in sich. Ja, auch nochmal ganz lieben Dank an den lieben Patrick, ne, was uns vom Verhungern bewahrt. Wir haben nämlich heute glatt das Essen vergessen. Ja. Genau. Also es gibt auf jeden Fall eine gute Note, wenn es hier eine Schulnote gibt. Sehr gut, sehr gut. Wir sind ja bestechlich, müssen wir gestehen. Also eben. Essen kann man uns immer kriegen. Die besten Lehrer, die man haben kann. Einfach bestechen, bessere Noten zu kriegen. Dann hier vor uns kommen jetzt mal eine etwas höhere Felsen. Hier ist schon sehr eindrucksvoll aussehen. Ja, neben uns fließt der Welt ein schöner Bach hier entlang. Sehr angenehm, den Weg zu laufen und dann den Bach zu laufen. Das raus mit einem schönen Bach. So, wir befinden uns in einer kleinen Mini-Kapelle. Ja, also die Tour neigt sich jetzt so langsam dem Ende entgegen und wir hatten gedacht, wir sagen schon mal so ein paar Worte zur Tour. Ne? Also mir hat es auf jeden Fall richtig, richtig gut gefallen. Wir haben viele schmale Pfade gehabt, wir hatten ein paar schöne idyllische Bachtäler, tolle Felsen am Rand, tolle Aussichten, eine tolle Begleitung. Genau, man hat noch ein paar interessante Sachen gelernt, also dass die verendenden Tiere und Pferde einfach mal runtergeschmissen wurden, da den Felsen und solche Sachen, oder Bergbauunglück und sowas, also Grubenunglück konnte man lesen, also das war auch noch ganz interessant alles. Ja, und man hat eigentlich kaum irgendwie einen Kilometer zwischendurch gehabt, wo es mal langweilig wurde. Ne? Also man hat eigentlich immer Highlights gehabt, es wurde einem zu keiner Zeit langweilig, ne? Wir haben gute Gespräche gehabt, also ja, man konnte sich echt nicht mehr wünschen. Ja, ich kann es nur zustimmen, ne? War eine sehr geile Tour. Leute, für diesen Kanal habe ich verlinken, bei Wanderverliebt unten. Was sagen wir zum Abschied? Ihr dürft euch mal die Ehre haben. Genau, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren. Genau, sehr, sehr gut, Leute. Ja. Also ihr kennt den Ablauf noch mit 1, 2, 3, der Mix, voller Power, voller Kraft. Genau, genau. Voller Energie war ich heute wieder. Ich dachte also, so am Anfang, dass die Freundin sagt, der Micha hat natürlich doch vergessen zu sagen, seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es für euch und für mich heißt. Genau. Oder für euch und den Patrick heißt. So. Genau, soll ich dann auch nochmal unterwegs auch nochmal dazu oder weglassen? Ne, doch, das kommt auch noch dahinter dann. Okay. So. So. Ja, der Michael hat natürlich das Wichtigste vergessen zu sagen, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es für euch heißt. Nee. Für euch und den Patrick heißt. Und den Patrick? Ja, für mich, ich wollte jetzt für mich, das stimmt ja gar nicht. Oh, das ist schlimm. Oh, ich glaube, das wird hier, ja. So, Michael hat natürlich noch vergessen, das Wichtigste zu sagen. Also, wenn es für euch und den Patrick wieder heißt, eins. Nein, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Ah, ich kann mal, wir lassen es weg. Dann sag ich das selber. Ich bin heute. Okay. So, und eigentlich wäre ja die Verabschiedung gewesen, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, wenn es für euch und den Patrick heißt. Nee, Moment. Du hast es auch gemacht, nicht nur ich von mir. Wenn er eins, ne? Ah, genau, so, wollen wir den eins, ne? Dann den nächsten Mann. Seid ihr mit voller. Nee, seid ihr mit. Nee.
Nee, guck, ist das kompliziert. Nee, seid ihr das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es für den Patrick und für euch heißt, 1, 2, 3, unterwegs. Und seid ihr mit voller Kraft, voller Energie dabei. Ja. So, jetzt aber, okay. Also, ich habe mal vergessen zu sagen, dass ihr natürlich das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es für euch und für den Patrick heißt, 1, 2, 3, Chan unterwegs. Mit voller Kraft, voller Power und voller Energie seid ihr dann wieder dabei.